Nachdem Markus das letzte Mal von einem Raptoren Stufe 21 getötet wurde, befindet sich Markus... Wow, das hätte mich erschlagen können. Bitte passen Sie doch auf mit Ihrem... Dung. Auf jeden Fall bin ich gerade am Überlegen, ob das wirklich Sinn macht, dass ich meine Sachen nochmal suche. Vor allem liegen die da hinten auf der anderen Seite und ich bin jetzt hier und ich komme quasi nicht mehr hier rum, weil ich da vorne nicht durch das Wasser schwimmen kann. Weil ich sag mal, das ist durchaus blockiert von, ja, naja, nennen wir es mal Terrorwesen des Wassers. Deswegen machen wir jetzt, glaube ich, hier einen Neuanfang und ich gehe jetzt nirgendwo mehr rein. Ich passe jetzt massiv auf mich auf und wir gehen nirgendwo mehr hin, wo es gefährlich werden könnte, sondern wir bleiben schön hier. Sammeln Zeug und werden uns von da aus dann stabil hier bei den... Deswegen sind auch die ganzen Pflanzenfresser hier draußen, ne, an der Küste, weil man, wenn man Richtung näher zum Wald geht, halt einfach mal drauf geht, ja, quasi instant, ja. Und da ich dies nicht mehr möchte, habe ich jetzt beschlossen, ich bleibe ein wenig hier bei meinen Freunden, ne, bei meinen Freunden, den Pflanzenfressors. Und die mögen mich und ich mag sie und das ist okay. Und ich scheiße jetzt erstmal gerade auf meine Tasche. das ist zwar schwierig für mich, aber ich denke, es wird euch wahrscheinlich eh gelangweilt haben, wenn ihr sagt, oh Gott, Perky stirbt die ganze Zeit. Also machen wir jetzt hier mal ein bisschen ordentlich, ja? Und gucken uns mal die Sache an und craften uns hier mal ein bisschen Zeug, ja? Und machen das mal so der Ruhe nach und... Ich musste halt die Erfahrung machen, ja, ich muss halt lernen. Aus meinen Fehlern quasi, ja. Damit ich weiß, nein, ich begebe mich nicht zu nah an den Wald und nein, ich begebe mich nicht zu nah ans Landesinnere. Andererseits war das da drüben schon ziemlich nice. Also überlege ich gerade, ob ich vielleicht schon... Oh, ich habe da etwas Code verloren. Das tut mir so leid, dass ihr das ansehen und hören musstet. Aber das passiert mir einfach nur mal ab und zu, ja. Das, ich hoffe, das ist okay für euch. Ich werde auf jeden Fall in diese Richtung gehen, weil ich fand es da ganz geil. Diese Plattform. Oder wir bleiben hier irgendwo. Da vorne zum Beispiel. Da so am Waldrand quasi. Weil, also ich war halt in diese Richtung und ich schätze mal, je näher man zu diesem Zentrum kommt, desto derber ist es da auch. Aber ich weiß es natürlich nicht, ne? Weil hier, da scheint es nicht so viel zu haben. Und wenn wir uns hier irgendwo niederlassen, dann wäre das vielleicht ganz angenehm für uns. Da, wo halt nicht so viele Raptoren sind und so. Hier zum Beispiel, ne? Inmitten von und umgeben. Aber man hat, ich würde halt gern irgendwo hoch. Aber da oben ist halt wieder die Gefahr, ja, da... sind halt irgendwelche Sachen, die mich töten wollen und ich weiß nicht, das ist irgendwie, das macht mich etwas unglücklich, wenn mich irgendwelche Individuen einfach mal so, mir nichts, dir nichts, kalt machen. Kaltblütig und frech, nenne ich es jetzt mal. So. Wir craften uns jetzt hier erstmal so eine Trench und damit hauen wir uns ein paar Flints überall raus. So. Kann ich mir so eine Axt auch schon craften? Nein? Ach, immer dieses blöde Ding. Gucken wir hier. Pass auf, wir machen das jetzt nochmal so. Spear hier auf die. Feuer auf das. Das auf das. Und die Axt dahin. So. Genau, und die Beeren machen wir dahinter. Da ziehen wir uns schon nochmal immer welche rein. Genau. So. Jetzt hauen wir mal hier noch so einen Stein kaputt, würde ich sagen. Dann kann ich mir vielleicht auch so eine Axt holen. Ja, guck mal, da kommt schon Stein raus. Was kann ich mir jetzt da craften? Was ist das auf der 5? Ach, die Axt, ist das? Tatsächlich, guck mal. Das ist ja nice. Muss mal schauen, dann ziehe ich mir die jetzt mal da runter. So.
Okay. Ah ja, genau so sieht das aus, wenn man den Felsen richtig bearbeitet, wisst ihr? Der bricht dann halt so in 1000 verschiedene... Ist das so, dass wenn ich jetzt ein Feuer habe... Oh, Metall. Dass mir das Feuer ausgeht, weil es ja regnet. Das wäre natürlich ein bisschen krass. Wie findet ihr es so, mich die ganze Zeit so nackt so zu beobachten? Ja, mögt ihr das? Gefällt euch das? Oh ja, da kommt schon ein bisschen mehr Holz bei rum. Wir machen mal wieder so ein bisschen Ego. Oder können wir diesen Headbob-Effekt nicht irgendwie ausschalten? Guck mal. Camera Shake Scale. Ja. Apply. So. Ich möchte nämlich eigentlich hier gar nicht shaken. Ich finde diese Shaky Cam immer so ein bisschen dämlich, wenn ich ehrlich sein soll. Na, shaked aber trotzdem. Ich möchte nicht shaken. Kann ich dich einfach nicht shaken? Das wäre mir wirklich sehr angenehm. Ich bin ja kein Shake-Getränk, wenn ich das so sagen darf. Und ihr habt mich derbst enttäuscht. Ihr habt mich nicht gegen Raptor verteidigt. Obwohl ihr das Zeug dazu hättet. Hoffe ich. Für euch. Aber nein, sie haben es nicht getan. Und ich war sehr traurig. Ich glaube, das Beste, was man in einer solchen Situation machen kann... Guck mal, warum shaken die Kamera so? Woran liegt denn das? Was ist denn das für eine... für eine Einstellung? Kann ich das nicht ausmachen? Das nervt mich nämlich wirklich massiv. Huh. Ich glaube nicht. Das meine ich hier. Dann shake der so dämlich rum. Das finde ich richtig nervig. Bam. Immer wenn ich irgendwo gegenhau. Oh, ist das schrecklich. Das muss man doch irgendwie eindämmen können. Das muss doch irgendwie gehen. So. Hauen wir noch mal ein paar Bäumchen hier um. Schön. Dann können wir uns damit vielleicht irgendwas bauen. Ah ja, guck mal. Ich kann auch mit der Axt hier auf den Stein schlagen. Kriegt er richtig viel Stein raus. Fast besser als mit der Spitzhacke, ha? Huh? Sehr interessant. Aber sie geht natürlich auch gut kaputt. Ja, genau. Da haust du mal einfach hier den Felsen auseinander, ne? Kein Problem. Wollen wir dahinter gehen und schauen, was da vom Himmel runtergefallen ist? Das ist wieder so ein Support-Package. Ist das oben oder ist das unten? Ich weiß halt nicht, ob ich mich wieder trauen soll, da oben hinzugehen, ne? Weil das war beim letzten Mal relativ scheiße. Um ehrlich zu sein. Das war nicht so geil. Oh, was ist das? Oh, das ist ein Raptor. Oder irgend so ein Assi ist das. Ja, guck mal. Das Ding da oben, das ist oberhalb. Das heißt, da müssen wir wieder rauf. Oh nee, ich trau mich jetzt da nicht hin. Ich glaube, der gehört hier auch nicht hin, oder? Jagt er irgendwas? Leute, da hinten ist ein gefährlicher Dino. Da würde ich an eurer Stelle derbst aufpassen. Der sieht nämlich nicht so aus, als wäre er irgendwie besonders freundlich. Ja, versteht ihr? Ich mach mal hier weiter Holz, ja? Ich gehe da nicht hin. Mich würde halt immer massivst interessieren, was das für ein Zeug ist. Ne? Ich will das halt schon sehen. Das wäre halt schon richtig nice. Oh, ich kann nicht mehr so wirklich laufen. Kann ich das neu bauen? Ah ja. Was macht er denn da? Was jagt er denn da? Und ich traue mich jetzt nicht da hoch, weil der greift mich bestimmt an, wenn ich hier rumlaufe, oder? Vielleicht, wenn er da hinten ist, dann nicht. Ich sollte aber dann vielleicht trotzdem mir vorher irgendwie was suchen, wo ich mich verstecken kann. Schau mal, da hinten ist er. Ah, ich bin ein bisschen überladen. Ich weiß nicht. Das endet bestimmt wieder richtig fatal. Nach dem Motto, ja, Peggy. Peggy macht jetzt keinen Scheiß mehr und passt jetzt auf sich auf, ne? Ich habe zu viel Zeug dabei. Ich kann nicht springen. Oh, okay.
Wir gehen ganz am Rand, okay? Wir gehen ganz am Rand und passen auf uns auf. Da vorne ist der Diamant. Und wir gucken, ob sich da irgendwas in der Nähe befindet. Unten nimmt er echt die ganzen Leute da auseinander. Guck mal, wie dick der Dschungel da ist. Da vorne ist so eine Kacklibelle. Und wo kommt der Strahl runter? Das muss genau da vorne sein. Oh, ist der riesig. Ich glaube, das ist nichts für mich. Da laufen noch irgendwelche Dinos rum. Ich glaube, die Chance auf einen sicheren Tod ist da extrem hoch. Und ich habe jetzt natürlich schon wieder gut Sachen zusammengefarmt. Das ist so eine ekelhafte Libelle. Ah, ja, geh nicht hin, geh nicht hin. Geh ich hin? Oder gehe ich nicht hin, Leute? Das ist die Frage. Ich bin natürlich super neugierig. Aber schon allein diese eine komische insektoide Lebensform da vorne macht mich ja schon ganz kirre, was das angeht. Und ich kann vor allem nicht rennen. Aber was ist das hier für ein Storage-Knoten? Ich wette, ich bin gleich sowas von tot. Na, was ist das? Oh, guck mal! Oh, Wahnsinn! Oh, ich konnte alles mitnehmen! Und jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Okay, jetzt muss ich irgendwas fallen lassen. Wie viel überladen bin ich denn? Okay, warte mal, dann crafte ich mir erstmal ein paar Sachen. Damit das weg ist, schon mal, oder? So ein Wasserding hier. So ein Speer. Kann ich laufen? Nein. Oh Gott, was habe ich denn alles dabei? Wo ist denn mein Stats? Wo ist meine Belastung? Woher sehe ich das denn, wie viel ich dabei habe und wie viel ich tragen kann? Gott, war das viel. Guck mal, so viel Metall und so viel Beeren. Kann ich nicht einfach essen? So, Use Item. Komm, essen wir mal schön hier. Mm. Ja, das Holz wiegt natürlich super viel. Kann ich mir vielleicht hier einfach eine Kiste bauen? Untouched Wall. Hier, Storage Box. Okay. Okay, okay. Die Storage Box kann ich mir tatsächlich craften. Sehr gut. Oh, ich kann auch laufen. Leute, super gut. Und ich habe mir eine Storage Box gecraftet und habe die Sachen hier eingesammelt. Das ist natürlich nice. Ich finde es hier schon irgendwie geil an dem Waldrand, ne? Muss ich schon zugeben. Aber ich finde es halt auch extrem unheimlich an dem Waldrand. Und ich glaube, zu Recht. Ich glaube, das hat halt auch seine Gründe. Und wir haben halt kein Wasser in der Nähe. Also, ich weiß nicht, ob wir hier lieber wieder runtergehen sollten. Oder hier abhängen tatsächlich. Was ist denn da hinten? Ah, es sind nur Schildkröten. Ob wir uns hier halt was bauen, ne, ist die Frage. Müssen wir uns halt von unten so eine Plattform hier hochbauen. Dass wir dann unten was haben und oben was haben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.